Hallo und herzlich willkommen jetzt wieder Vegan Feeling und heute haben wir ein spannendes Video für euch und zwar geht es um das Thema um zwei Themen. Es geht einmal um das Thema Christina. Hä? Wer zum Teufel ist Christina? Kannst du vielleicht gleich was sagen? Ja. Also jetzt sofort. Ja. Ja. Also, ja, es geht eigentlich um die Christina Fully Raw Christina. Ich weiß gar nicht, wie sie mit Nachnamen Barillo oder irgendwie so. Ja, ja, genau. Genau, um die geht's. Und das zweite Thema ist? Ja. Unser Update. Jetzt unser Rohkost-Challenge-Update. Also jetzt nicht von der Gruppe oder irgendwie sowas. Ja. Sondern wie fühlen wir uns nach einem Monat fast oder drei Wochen nur Rohkost? Denn wir sind seit dem 01.01.2016 sind wir beide roh vegan. Ne? Komplett. So, jetzt geht's los. Viel Spaß. So, jetzt kommen wir mal zum ersten Teil des Videos und zwar geht es darum, wie unsere letzten 3 bis 4 Wochen Rohkost verlaufen sind. Und da möchte ich euch jetzt mal hier ein bisschen was erzählen. Ich sitze jetzt alleine hier, vielleicht habt ihr das mitgekriegt. Und zwar sind die Katrin und die Clara, die sind weggegangen und müssen sich mal ein bisschen gegenseitig so stillen. Ne? Ich mache jetzt gerade hier ein bisschen was alleine weiter. Aber Katrin kommt auf jeden Fall auch noch zum Zuge und wird euch genauestens erklären, wie es ihr geht und was sie so erlebt hat in den letzten Tagen. Ich bin seit dem 01.01.2016 roh, wieder roh. Ich mache das ja jetzt 4,5 Jahre jetzt ungefähr, immer so hin und her. Meiste Zeit war ich immer so 70, 80% roh. Und jetzt haben wir gesagt, komm, zack, machen wir mal komplett roh. Katrin macht das ein Jahr. Ich habe noch nicht so laut rumposaunt und gesagt, aber ich guck mal, wie weit ich komme. Und ich strebe es auch an, länger das zu machen. Denn bis jetzt geht es mir noch sehr, sehr gut. Und ich finde das sehr, sehr bereichernd gerade. Dann irgendwie habe ich anscheinend doch im Kopf ziemlich für mich klar gemacht, ab jetzt roh vegan. Weil... Seitenwechsel. Zu früheren Zeitpunkten habe ich das natürlich auch irgendwie schon entschieden, kam aber immer nicht weiter, hatte Gelüste, hatte dies, hatte das. Habe einige Fehler wahrscheinlich eingebaut und die sind jetzt weg. Und zwar, was mache ich eigentlich anders? Ich habe mich wahrscheinlich klar entschieden. Ich bin jetzt, wenn ich tatsächlich Gelüste auf Salziges habe, Fettiges habe, dann gehe ich dem nach. Früher habe ich das irgendwie immer eher vermieden, da ich doch sehr diesem High-Carb-Lifestyle hinterher hinkte oder sagen wir mal dahin kommen wollte. Was auch nicht verkehrt ist. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, viele Kohlenhydrate zu essen. Aber dennoch ist es wichtig, Fett mit einzubauen und aber auch salzige Sachen. Der Körper braucht das einfach. In einem gewissen Maß. Nicht viel. Das ist nicht die Hauptbasis des Ganzen, aber es ist essentiell. Es ist zumindest in meinem Leben wichtig, dass ich Fett esse. Und so habe ich diesen ganzen Anteil eben sehr mit eingebaut. Immer dann, wenn mein Körper danach verlangt, gebe ich es ihm. Zum Beispiel esse ich super gerne zurzeit Tomaten mit Salz. Das liegt zum Beispiel daran, dass die Tomaten einfach etwas enthalten, was mich gerade sehr anmacht. Und so gehe ich auch in die Rohkost rein. Das, was quasi mein Körper irgendwie verlangt oder nachdem ich Hunger habe, nach etwas Salzigem, Süßen oder wie auch immer, das suche ich mir dann raus und nehme es dann aber rohköstlich. Und zwar nicht dann irgendwie die fette Pizza oder Nudeln oder so, sondern wenn ich Nudeln will oder Pizza, dann will ich anscheinend irgendwie Kohlenhydrate und am besten auch noch ein bisschen vielleicht salzig dazu oder sowas. Und das kann ich ja meinem Körper alles geben, in der Rohkost ja genauso. Und deswegen plädiere ich immer noch dafür, auf jeden Fall Kohlenhydrate essen, wenn man hungrig ist. Wenn man zum Beispiel Nudeln will, dann Kohlenhydrate essen, weil Nudeln sind Kohlenhydrate, nichts anderes. Und aber trotzdem ist nicht zu vermeiden, diese Fette mit einzubauen oder aber auch zum Beispiel Avocados essen. Wir sehr, sehr viele. Clara isst den ganzen Tag nur Avocados, kann man fast sagen. Und da essen wir natürlich mit. Oder ein paar Nüsse noch mit rein. Am besten einweichen aber. Nüsse noch mit rein. Was esse ich noch an Fett? Hanfsamen esse ich super gerne. Im Moment sind sie mir ein bisschen mehr egal. Ist halt so, ist okay. Aber ich habe eine Zeit lang richtig viele Hanfsamen auch gegessen, das mir auch gut getan hat. Das ist wichtig gewesen. Und deswegen finde ich, dass wenn man da in die Sache reingeht, in diese Rohkost, dass man sich nicht zwar mit Regeln beschäftigt, das ist natürlich wichtig, was brauche ich überhaupt, was führe ich meinem Körper zu, aber es nicht zu streng, zu dogmatisch zu sehen, zu Fett darf ich zum Beispiel gar nicht essen und Salz ist ganz schlimm, das geht nicht. Also da habe ich mir in meinem Leben, und das kann ich aber auch nur wieder für mich erzählen und meine Erfahrung, habe ich mir sehr viel abgeschnitten und habe mir vielleicht einen längeren Weg geebnet, der kürzer hätte gehen können. Aber man lernt ja immer wieder neue Sachen dazu und so habe ich das auch gelernt. Und jetzt im Moment, ich bin sehr, sehr erstaunt, denn seit fast 4 Wochen bin ich natürlich roh und habe wirklich keine Gelüste. Es ist immer nur so, wenn ich wenig gegessen habe oder so mal und ich auch viel Sport gemacht habe, dann habe ich dann schon mal, denke ich manchmal, wenn ich jetzt irgendwie was rieche oder so, was eher nach Nudeln riecht oder Kartoffeln oder so, dann denke ich, oh, ja. Aber dann weiß ich, dann hole ich mir eben was, was vegan ist und was roh ist und das esse ich dann. Ich muss auch sagen, ich fühle mich wieder sehr viel fitter, viel klarer. Ich fühle mich fokussierter, ich möchte gerne wieder mehr machen.
Also wenn ich was Gekochtes gegessen habe, liege ich erstmal irgendwie da und denke, nee. Und es vernebelt mich auch, das habe ich schon öfters in Videos gesagt, ich weiß, es vernebelt mich dann auch und dann bin ich irgendwie zu nichts zu gebrauchen so richtig und ich kann auch nicht mehr so richtig denken, wo will ich denn überhaupt hin, zielgerichtet denken. Fällt mir dann einfach sehr, sehr schwer. Ich mache weiterhin nach wie vor Sport, ich mache Triathlon-Training zurzeit wieder sehr intensiv, ich versuche fast jeden Tag zu trainieren, ob es Schwimmen ist, Laufen oder Fahrradfahren, klappt sehr gut und bis jetzt alles toppi. Also ich sage jetzt Daumen hoch für die Rohkost und jeder, der das ausprobieren will, sollte auf jeden Fall mal mindestens 7 Tage ausprobieren. Hatten wir jetzt gerade unsere Rohkost-Challenge und werden wir auch nächsten Monat wieder machen, im Februar, wer mitmachen will. Die ganzen Teilnehmer, ziemlich viele davon, so was ich mitbekommen habe, haben sich richtig gut gefühlt in der Woche und das ist doch auf jeden Fall spricht das für die Rohkost. So, das war jetzt mal mein Statement nach so ungefähr 4 Wochen Rohkost. Jetzt kommt noch die Katrin dran und ich werde jetzt mal die Clara nehmen. Ich kann sie zwar nicht stillen, aber ich werde sie mit ihr spielen. Jetzt geht's weiter mit meinem Update und ich würde gleich gerne mit dem psychischen Teil anfangen und dann Körper, weil es hat ja natürlich eine Auswirkung auf alle Bereiche unseres Lebens, auf unseren Geist, auf unsere Seele, auf unseren Körper und das wiederum hat natürlich einen Einfluss auf uns das äußere Leben, auf unsere Lebenssituation und so weiter und so fort. Wie wir den jeden Tag irgendwie wahrnehmen, wie wir selber uns verhalten, wie wir agieren, das ist halt wie so Dominosteine, das beeinflusst sich alles gegenseitig und deswegen ist es immer ganz schön, wenn man bei sich anfängt, auch bei seinem Körper anfängt und für mich ist ja Rohkost irgendwie so ein Akt der Selbstliebe, also ich finde, man kann seinem Körper, also es ist wirklich auch nur aus meiner Sicht, nichts Besseres geben als Rohkost. Es ist eigentlich so, wenn ich anfange, wirklich nur roh zu essen, dann ist das wie so ein, also dann beginnt es irgendwie dort und dann fange ich aber auch in anderen Bereichen des Lebens an, gut zu mir zu sein. Also dann auch gedanklich oder ich tue mir mal was Gutes hier, montags immer die Sauna, das ist auch so ein Akt, ja, ich tue was für mich. Und ich finde es unheimlich wichtig, weil man kann eigentlich immer nur bei sich selbst anfangen und dann auch im Überschwang oder so im Überfluss anderen auch ganz viel geben. Und wenn man aber bei sich nicht anfängt und immer im Mangel ist, dann kann man anderen auch nicht helfen, beziehungsweise wird dann ziemlich schnell frustriert. Das ist eine lange Geschichte, gehört vielleicht auch jetzt nicht hierhin. Auf jeden Fall ja, genau. Deswegen fühle ich mich so auf jeden Fall schon viel, viel besser. Mein Körper ist natürlich sehr viel leistungsfähiger, deswegen traue ich mir auch mehr zu, weil ich halt weiß, ich werde jetzt nicht so schnell müde oder ich bin auch viel klarer im Kopf. Dass ich halt dann auch irgendwie auch mir mehr zutraue. Ich kriege natürlich viel mehr hin. Ich meine, das ist manchmal schon Jonglieren mit Kind, mit jetzt Online-Business oder wie auch immer, dass wir ein E-Book schreiben und dann unsere Videos machen. Und das ist halt schon eigentlich irgendwie recht viel. Wir versuchen uns gut zu organisieren, aber diese zusätzliche Energie und was sich auch voll verändert, und deswegen wollen wir noch ein E-Book darüber schreiben, ist so irgendwie mein Optimismus. Also ich glaube, dass ich von Person oder vielleicht auch so von Haus aus eher so ein schüchterner, nicht so selbstbewusster, eher negativer Mensch bin. Und die Rohkost holt halt einfach Dinge an mir hervor. Lebensfreude, Lebensenergie und ich war ja jetzt an meinem Yoga-Wochenende und zur Lehrerausbildung und da wurde halt auch darüber gesprochen und zwar, dass frisches Gemüse hat halt die höchste Lebensenergie, also was man Prana nennt in der Yoga-Sprache und am besten natürlich aus einem eigenen Garten frisch gepflückt, es hat noch wirklich die lebende Energie in sich und das ist ja auch alles, was man sich einverleibt und es ist wirklich so, wenn man einen Menschen Depressionen hat und das hatte ich ja letztes Jahr auch, hat man eine sehr tiefe oder sehr tief schwingende und auch sehr niedrige Lebensenergie. Und alle Dinge, die halt eben diese Lebensenergie aufheben, erheben, lassen uns ein gutes Lebensgefühl geben und einfach mehr Lebensfreude und so weiter. Und das ist natürlich auf jeden Fall einfach frische, vollwertige Kost. Also damit kann man immer anfangen und es wird immer wirken. Und dann kann man natürlich weitergehen, indem man positive Gedanken hat, indem man Ziele hat, sich steckt, die man auch erreicht oder dass man einfach seine, einfach Dinge tut, die einem Freude bereiten. Das gehört alles dazu und ich finde aber, wenn man da irgendwie anfängt, dass man sagt, hier fange ich jetzt an und dann schaue ich weiter, was kann ich noch für mich tun, ist das schon mal ein guter Start. Dann gehen wir vielleicht mal zum körperlichen Teil über. In kürzester Zeit habe ich gespürt, meine Haut wird viel weicher, auch irgendwie straffer. Also am Anfang habe ich gedacht, ja, so nach 2-3 Wochen, dass ich schon relativ viel abgenommen habe. Jetzt merke ich es gar nicht mehr so, aber ich war auch letztens bei einer Freundin, die meinte, ich hätte im Gesicht recht viel abgenommen. Ich merke, ich bin viel fitter, also ich bin jetzt noch nicht wirklich sehr fit. Ich weiß aber, dass ich in einem Monat wahrscheinlich locker die dreifache Strecke laufen kann, ohne Probleme. Aber ich habe auf jeden Fall Freude am Sport. Das ist jetzt erst zurückgekehrt, weil vorher musste ich mich echt quälen, irgendwie Sport zu machen. Und jetzt gehe ich halt gerne jeden Tag schwimmen. Ich kann auch jetzt so irgendwie eine Dreiviertelstunde einfach kraulen.
obwohl ich nicht viel trainiert habe und gehe so irgendwie 3 Kilometer so am Stück laufen. Aber das liegt doch daran, dass ich einen Kinderwagen habe und es immer so viel Eis auf. Ja, diese Ausreden kennt ihr ja. Auf jeden Fall, ich tue es aber trotzdem und ich weiß halt, dass ich bestimmt in einem Monat oder so locker halt 10 Kilometer laufen kann und mich gut dabei fühle. Ja, dann wollte ich gerne so ein bisschen auf das Thema Weiblichkeit eingehen und ich habe auch von Natur aus einfach, ja, es ist einfach Veranlagung, relativ runde Hüften, breite Hüften, was auch immer und ein Po, was ich als in der Pubertät und auch später ganz, ganz schlimm fand und meinen Körper irgendwie abgelehnt habe, obwohl es ja eigentlich einfach nur zum Weiblichsein dazugehört und ich meine, Frauen, die es nicht haben, können vielleicht froh sein, weil es eben dem Schönheitsideal unserer Zeit entspricht. Aber alle Frauen, die es haben, die wären wahrscheinlich im 18. Jahrhundert die Göttinnen gewesen. Also ich will nur sagen, dass das irgendwie diese Rundungen und auch, ja, auch, vielleicht haben manche auch ein Problem, wenn sie so viel Busen haben oder wie auch immer, die gehören ja einfach nur zu unserer Weiblichkeit. Und, das ist, und ich finde, das sollte zelebriert werden und da sollten Frauen dazu stehen. Und diesem Schönheitsideal, dass man einfach so dürr ist und sowas, das entspricht ja, ist entsprungen aus der Modelindustrie, wo halt einfach Männer regieren und Männer einfach ihrem eigenen Schönheitsideal nachgehen. Das heißt irgendwie lange, ganz gerade Beine, keine Hüften, ganz, ganz dünn und kaum Busen. Und deswegen wollte ich jetzt auch gerne zu Christina übergehen, also das Video von ihr oder von anderen Leuten, also ganz viele YouTuber haben sich dazu geäußert, wurde immer, immer zu mir empfohlen und irgendwann habe ich diese Videos mir mal angeschaut. Und zwar war es so, dass Christina ziemlich viele Hater haben und alle gesagt haben, sie wäre so dick geworden, was ein totaler Witz ist, weil wenn ihr euch die Instagram-Fotos von ihr anschaut, wie sie Yoga macht oder so. Sie hat eine wunderbare Figur, teilweise ein bisschen rundlicher als früher, aber sie war früher auch sehr, sehr dünn und ich, also aus meiner Sicht viel zu dünn und sie hatte auch eine autoimmune Krankheit und war wirklich dann vor ihrer Rohkostzeit wirklich einfach nur eine Bodenstange und ich glaube auch, dass die Rohkost, umso länger man es macht, sie führt uns zu unserer optimalen Gesundheit und zu unserem optimalen Gewicht. Und wenn man das wirklich eine Zeit lang gemacht hat, es wird für Leute, die Übergewicht haben, die werden auf jeden Fall abnehmen, auch recht schnell, wenn man in der Challenge gesehen. Und Leute, die sehr, sehr dünn werden, werden mit der Zeit, vielleicht nicht direkt am Anfang, aber auf lange Sicht zunehmen, weil sie einfach gesund werden und einfach ein Normalgewicht erhalten. Ja, ich finde es einfach sehr, sehr gefährlich, weil in dieser Industrie wird ja immer so propagiert, man muss so dünn sein wie Freely, und aber dafür muss man halt auch eben 200 Kilo mit Fahrrad fahren am Tag. Aber ich finde es eben gefährlich, dass Frauen und gerade auch jungen Frauen das irgendwie propagiert werden, dass sie so dünn sein muss, um irgendwie schön zu sein. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass viele Männer es auch mögen, wenn man jetzt irgendwie keine Bodenstange ist oder nur Knochen und Haut ist. Und bei mir ist es jetzt so, ich bin eigentlich jetzt schon relativ zufrieden. Ich fühle mich einfach in meinem Körper mit Rohkost so viel wohler, dass dieses Wohlbefinden sich schon auf den Blick auf meinen Körper ändert. Ich würde sagen, dass ich auf jeden Fall mit der Zeit noch fitter werden will, das auf jeden Fall. Also auch so, mein Bauch ist relativ schlank, aber halt nicht mehr so straff und so wie vor der Geburt. Dass ich mir denke, das wird auf jeden Fall mit der Zeit auch noch besser und daran werde ich auf jeden Fall auch arbeiten. Ich meine, das kann man ja machen, man kann sich ja trotzdem irgendwie selbst annehmen und trotzdem an sich arbeiten. Aber ich habe glaube ich einmal, als ich wirklich 2 Wochen lang richtig gefastet habe, also mit Leberwickel und Einläufen und allem Möglichen, hatte ich wirklich einfach keine Hüften und kein Po mehr in der Hose und habe auch von vielen gehört, so, du bist viel zu dünn und so weiter und so fort. Also ich werde, ich glaube, so von Natur aus nie so richtig dürr sein, was ich aber auch okay finde, weil ich, viel mehr geht es darum, dass man sich einfach wohl in seinem Körper fühlt und dass man, ja, dass man einfach das Leben leben kann, dass man es ja träumt und das mit voller Energie. Ja, da wollte ich noch mal kurz auf Christina eingehen und zwar wurde sie ja teilweise auch fertig gemacht. Also sie hat unheimlich viele Hater, was auch normal ist für jemanden, der halt sehr, sehr erfolgreich ist. Sie wird ständig kritisiert, dass sie fake ist, aber ich glaube, sie legt einfach nur viel Wert darauf, dass ihre Videos sehr, sehr schön und exakt und perfekt sind. Ich wäre jetzt auch nicht mein Ding, aber ich finde, sie steckt da so viel Energie rein, das sollte gewürdigt werden. Sie wurde total fertig gemacht, dass Rohkost halt eben total out ist, es würde keinen mehr interessieren und sie soll es auch einfach ihrem normalen Leben nach weitergehen und diese Rohkost-Unternehmen und diese Rohkost-Geschichte einfach fallen lassen. Und das fand ich einfach so, dass so krass, dass ich mich einfach gerne dazu äußern würde. Erstens, weil ich auch das Gefühl hatte, zwischenzeitlich hatte ich das Gefühl, Rohkost ist out und es ist jetzt irgendwie cool, irgendwie total fettig und irgendwie einfach möglichst Burger und Pizza und einfach vegan mit möglichst vielen Ersatzprodukten zu essen. Und wer dem nachgegangen ist, war irgendwie erfolgreich auf YouTube und die Rohkost-Szene ist so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Wobei, als ich in YouTube so eingestiegen bin, war es halt total cool,
ganz clean zu essen und möglichst gesund und die Fitteste von den Fittesten zu sein. Da hatte ich auch so das Gefühl, dass es so ein bisschen sich geändert hatte. Aber wenn ich so genau darüber nachgehe, finde ich es erstmal total idiotisch, irgendeinem Trend nachzugehen, vor allem wenn es um Gesundheit geht. Und zweitens merke ich einfach jetzt an mir, ich will keinem Trend nachgehen. Ich will dir das tun, was ich wirklich für mich als die optimale Ernährung halte. Und wenn ich mich dafür entscheide, dann kann ich es auch locker durchziehen, genauso wie der Dennis auch gesagt hat. Man muss sich einfach nur für irgendwas entscheiden im Leben und es einfach durchziehen. Und dann hat man auch die ganzen Vorteile davon. Und dann bedeutet es auch keinen Verzicht mehr. Ja, aber was ich letztendlich sagen wollte, das ist einfach, hat Christine auch so schön gesagt, so Fruits und Veggies werden nie irgendwie aus der Mode gehen, weil sie einfach gesund sind, weil sie einfach natürlich sind. Und wie kann denn sowas ein Trend sein oder nicht Trend sein? Das ist einfach unsere Gesundheit und das ist einfach die natürlichste Form oder eine sehr natürliche Form. Es muss ja nicht immer 100% Rohkost sein, aber einfach eine pflanzliche Ernährung mit einem hohen Rohkostanteil finde ich einfach super, super gut. Und ich merke einfach für mich, dass es einfach das Beste aus mir herausholt. Man holt einfach das Beste aus sich heraus, weil man so viel zusätzliche Energie hat, so viel zusätzliche Klarheit. Und ich finde, jeder sollte das mal testen. Ja, genau. Also wir machen nächstes Monat wieder eine Challenge. Wer jetzt sagt, er will unbedingt loslegen, traut sich nicht alleine, kann auf jeden Fall auch ein Coaching bei uns machen. Wir machen es so auf zwei Ebenen, versuchen Menschen zu zeigen, so wie sie das Beste aus sich herausholen, auf einer psychischen Ebene, also besser mit sich umzugehen, sich klare Ziele zu setzen, aber auf der anderen Seite halt auch mit einer gesunden Ernährung das halt alles zu unterstützen und ja, dass es möglichst schnell in die Richtung geht. Schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr denn von dieser Christina-Affäre haltet. Habt ihr das so mitbekommen? Ich finde es schade, dass Leute so fertig gemacht werden, die eigentlich einfach nur ihr Bestes geben und so viel tun für die vegane Szene. Aber ja, wie seht ihr das? Und ja, ich würde mich freuen über die Kommentare und Like natürlich auch. Und dann bis zum nächsten Mal.